durch. Wir sind natürlich voll negativ und haben schon gesagt, das ist jetzt quasi der Test für die ganze Hochzeitsgesellschaft, weil, naja, man hat ja doch den einen oder anderen umarmt. Und wenn wir nicht positiv sind, dann sind es die anderen ja sehr wahrscheinlich auch nicht. Ja. Sollen wir noch ein bisschen was erzählen? Hochzeit war mega. Also Freitag Standesamt, sind wir mit der Kutsche gefahren, total geil. Samstag sind wir mit der Limousine gefahren, da hatten wir aber auch strömenden Regen. Und naja, aber das Wetter zum Trotz haben wir geheiratet in einer riesig großen Kirche in der St. Nikolai. Mein kleiner Mädchentraum, würde ich jetzt mal behaupten. Und es war einfach traumhaft schön. Also Björn, der hat gesungen. Also merken Björn Amadeus, ja, Goldkehlchen. Goldkehlchen ist der beste, den wir uns hätten vorstellen können. So schöne Lieder, so schöne Stimme und ja, insgesamt war das einfach total, ja, Prinzessinnen-like würde ich es nennen. Ja doch. Ja, war super. Darf man so sagen, ne? Hat super geklappt. Wer hätte das gedacht? Das hat super geklappt. So. Ja, und man muss sich halt vorstellen, also wir durften jetzt... Was ist das eigentlich? Cool. Wir durften trotz der ganzen Corona-Geschichte wirklich mit über 50 Gästen dann in der Kirche sein. Natürlich alle mit Maske, sieht man halt auch auf den Videos, aber mein Gott, also dafür konnten wir halt wirklich einfach heiraten und das fand ich eigentlich, war das Wichtigste. Freitag im Standesamt hatten wir auch mega Glück, es waren alle dabei. In den meisten Standesämtern dürfen halt nur das Brautpaar mit dem Standesbeamten oder vielleicht sogar mit Trauzeugen, aber nicht mal das ist, also ist eher selten, ne? Also da hatten wir so viel Glück, muss ich sagen, und deswegen ist das mit dem Wetter dann auch, dass wir da nicht so viele Fotos machen konnten, eigentlich kein Thema, weil wir hatten für die Situation, die jetzt gerade noch herrscht, hatten wir einfach extrem viel Glück. So. Und ja, nach der Kirche haben unsere Trauzeugen dann noch nettes Essen für uns besorgt und ja, alles in allem haben wir auch ganz viele tolle Geschenke gekriegt, von denen wir jetzt quasi in den Urlaub fahren können. Sehr gut. Und ja, Flitterwochen. Es geht nach Oberstdorf und für morgen haben wir schon mal die Breitachklamm uns gesichert, also da mussten wir Termine reservieren. Und dann wird halt durch die Klamm gewandert. Und am Mittwoch wollen wir dann so ein bisschen Richtung unteren Geißalpsee auf jeden Fall. Mal gucken, ob wir es auch noch ein bisschen weiter schaffen. Und dann, ja, entspannen wir einfach. Lassen es uns gut gehen. Und starten in das Abenteuer Eheleben. So. Ganz genau. Hast du noch was zu sagen? Nö, ich habe nichts zu sagen. Nochmal Ring. Tada! Und dann würde ich sagen, wir melden uns mit coolen Geschichten aus Oberstdorf.